Grundgedanken baute der japanische Musiker und Musikpädagoge Dr. Shinichi Suzuki seine weltweit richtungsweisende Methode auf. Eine Methode für Kinder mit besonderen Talenten. Von dieser Methode hat auch die von Geburt an blinde Oberösterreicherin Kyra Moser profitiert. Die heute 15-jährige und mehrfach ausgezeichnete Violinistin irischer Abstammung hat bereits mit drei Jahren nach der Suzuki-Methode Geige spielen gelernt. Heute beherrscht sie bereits 5 Musikinstrumente. Die Liebe zur Musik hat aus Kyra aber auch einen jungen, selbstbewussten und engagierten Teenager gemacht, berichtet Carola Meyer. Das Leben von Kyra Moser verlief schon immer anders als das ihrer Freunde. Von Geburt an blind, lernt sie früh über Tast- und Gehörsinn, sich in der Welt der Sehenden zu orientieren. Mit 3 Jahren spielt sie bereits Geige. Heute beherrscht sie 5 Musikinstrumente. Dadurch, dass meine Eltern eben das alles beschrieben haben, was alles draußen ist und so, und dass ich das halt hören gelernt habe, habe ich auch ein ziemlich gutes Bild von den ganzen Sachen, was es halt gibt. Kyra erlernte über die Suzuki-Methode Geige, Bass, Klavier, Schlagzeug und Trommel zu spielen. Eine Muttersprache-Methode, bei der nur übers Hören musiziert wird. Aufgrund ihrer enormen Musikalität spielt der Teenager heute in 2 Bands mit. Da war ein Schulkonzert, die war leider verhindert. Und am nächsten Tag hat mir der Erk gleich geschrieben, boah, ich hab die Bassistin gefunden, wir müssen die fragen, was bei uns mitspielt. Da habe ich gleich geschrieben. Und ob es bei der nächsten Probe dabei sein will. Und dann ist mitgekommen und sie war ein Wahnsinn und wir haben uns voll gut verstanden. Man hört einfach, dass sie was Besonderes ist und dass sie einfach von der Musikalität her und vom Groove her, was für einen Bassisten sehr wichtig ist, einfach viel weiter ist, wie man normal in ihrem Alter ist, wenn man Bass spielt. Man hört am Bass spielen ein bisschen, dass sie nur hört. Kommunikationsprobleme bei den Proben, wie hier im Linzer Kulturjugendzentrum Kuba mit den Round Corners, der Band ihrer Schule, gab es nie. Ihre Behinderung spielt keine Rolle. Es war eigentlich von Anfang an egal. Also man war sich am Anfang nicht sicher. Ich habe vorher eigentlich noch nie eine blinde Freundin gehabt. Und es hat sich aber dann relativ schnell herausgestellt, dass man ganz normal mit ihr umgeht, dass sie ja ganz super mit dem umgeht. Und das Einzige, was halt ist, dass wir uns heute halt verständigen müssen, wenn wir zum Proberaum wollen, dass wir gemeinsam vom Bahnhof wegfahren oder so, das ist kein Problem. Viele Blinde sind so abgeschottet von der Welt, die wissen gar nicht, was da irgendwie vorgeht. Also das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Da muss man Blinde kennen, also andere Blinde kennenlernen. Also zum Beispiel wie Leute, die in einer Blindenschule gegangen sind oder so. Du bist ja nur unter Blinden und wenn du dann rauskommst, dann bist du am Arsch sozusagen. Weil du weißt nicht, was du tun sollst. Du bist in der Sehendenwelt und ja, findest dich nicht zurecht. Vorrangig ist Kyra und ihre Band natürlich die Schule. Doch jede freie Minute wird ins gemeinsame Musizieren investiert. Ich glaube, ein konkretes Ziel haben wir eigentlich gar nicht. Wir wollen unseren Spaß haben, wir wollen Erfahrungen sammeln, wir wollen so bekannt wie möglich werden. Ich glaube, jede Band. Ja. Connections. Ja. Und vielleicht nehmen wir mal ein Album auf, jetzt bald. Das hätten wir das ja vor. Ja. Doch das Showbusiness ist nicht einfach. Beim Sunflower Festival in Prambachkirchen hat die Band die Möglichkeit zu zeigen, was sie kann. Ja, voll von mir finde ich das so geil, wenn du auf der Bühne rumstehst, der ganze Boden vibriert, wenn du spielst. Also beim Bass spielen vor allem, wenn man bei der Geige kann man sich das jetzt nicht vorstellen. Aber beim Bass, da macht es richtig wumm und das ist voll cool. Kyra hat früh gelernt, sich in der Welt der Sehenden zurechtzufinden. Selbstbewusst und mit jugendlichem Enthusiasmus lebt sie ihre Leidenschaft, die Musik. Es war für uns immer ganz wichtig, dass man sich in die sehende Welt integriert. Nicht? Und sie war von ganz klein auf immer in der Integration. Er hat immer mit Sehenden
kleinen Babys oder Kinder zu tun, ob das jetzt im Hort war, bis zum Kindergarten, Schule. Doch Kira spielt nicht nur sehr gut Bass, sie beherrscht auch die Geige perfekt. Ein Grund, warum sie sich mit Musikern von Miyagi, Music is a Great Investment, in Salzburg trifft. Ein Jugendorchester aus Südafrika, gegründet von dem Wahlösterreicher und Tenor Robert Brooks. Es war Schicksal. Ich kam, wurde gebeten, in einem klassischen, heimischen Art, so wie in Österreich, Kammermusikfestival zu leiten und zu helfen zu gründen. Und das nach 22 Jahren im Ausland und der ganze Wechsel in Südafrika war für mich nicht das Wesentliche. Für mich war es um wieder irgendwas, die nur eine kleine Schicht der Bevölkerung dient, zu leiten oder auch zu organisieren. Und für mich war es mein Heimat eine Wiederentdeckung, weil es ist ein ganz anderes Land, in dem ich aufgewachsen war. Das 90-köpfige Jugendorchester ist oft auf Europatournee unterwegs. Für die südafrikanischen Jugendlichen ist Miyagi vor allem eins: die Möglichkeit, kostenlos Musikunterricht zu erhalten und von den besten Musikern zu lernen. My violin teacher always plays everything to me and then I listen to her and play it too. And it's the same in playing the drum or playing the piano or something. Oh, awesome. Nice. Yeah. Okay. And I didn't know how do you do it in Europe. Do you play exams? Because in South Africa we play exams to rate us our standards. So how do you learn, let's say, a full piece, maybe a sonata perhaps, or maybe Bach suite? I have to learn it by heart. You learn it by heart? Yeah. Phrase by phrase? Yeah. Bar by bar, wow. Yeah. But you get used to it. Yeah, and you learn how to learn it. Oh, that's nice. It's very inspiring. Yeah. Bei Miyagi spielt soziale Herkunft keine Rolle. Trotzdem spiegelt das Orchester die gesellschaftliche Wirklichkeit Südafrikas wider. 60% der Musiker stammen aus historisch benachteiligten Verhältnissen. Doch was zählt, ist die Musik als verbindendes Element. Und das ist auch Kira das Wichtigste. Und weil der Sound groovt und die Chemie passt, gibt es noch eine Musiksession. Bevor Kira jedoch mitspielt, hört sie zu und stimmt sich so auf die anderen Musiker ein. Like so far, it's been very, very nice. The audience has been lovely. They've been enjoying our music, and we hope they will be the same in Berlin and Hamburg. Mm-hmm. So, cool. And we hope to see you in South Africa soon. Yeah, yeah. You should arrange something to come see us. Something. Oh yeah, I always wanted to go to Africa. Yeah. I think you'll enjoy it. And then I'll play with you and then... Yes. Teach us more melodies. And we must really come to Bloemfontein where we are. Yeah. So, we're in Bloemfontein. Don't go anywhere else. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja bei der nächsten Europatournee von Miyagi einen Gastauftritt von Kira Moser. Doch das ist ferne Zukunftsmusik und eine andere Geschichte. Eine bemerkenswerte junge Frau. Ja, meine Damen und Herren, das war's dann für heute. Weitere aktuelle Berichte über Volksgruppen und Minderheiten, auch in der Volksgruppensprache, sowie Meldungen zu den Themen Diversität, Menschenrechte und Asyl sind auf unserer Homepage volksgruppen.urf.at nachzulesen. Bis nächsten Sonntag wünsche ich Ihnen auch im Namen der Redaktion, der Regie und der Technik vor allem Gesundheit und alles Gute.